Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf dem Sunon Stories Kanal. Wir spielen heute wieder eine Runde Daylight Bingo. Hier seht ihr gerade die neuen Kategorien eingeblendet, die wir in der Runde erfüllen müssen. Ich spiele wieder gegen meinen Kumpel Robson. Als erstes gucken wir uns die Runde aus Robsons Sicht an, danach kommt dann meine Sicht und dann schauen wir am Ende, wer mehr Kategorien erfüllen konnte. Wir sehen hier gerade, Robson geht gleich mal ins Totem, holt sich damit seine erste Kategorie weg. Ob ich ein Totem kriegen werde, das sehen wir dann im Anschluss, wie gesagt. Jetzt setzt er sich an einen Haken, das ist eine neue Kategorie, die wir vorher noch nicht dabei hatten. Aber kurz bevor er fertig war, musste er abbrechen, weil der Killer kam, der ihn auch sofort umgesägt hat. Ich möchte noch mal kurz sagen, aktuell läuft mein Ostergewinnspiel. Ich packe euch gerne den Link zu dem Video in die Videobeschreibung. Wenn ihr einen 20 Euro PSN-Gutschein gewinnen wollt, dann könnt ihr da easy mitmachen. Ist nichts Schweres, einfach nur einen Kommentar schreiben, Abonnent sein und dann seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere noch mitmacht. So, Robson wurde dann abgehangen von meiner Wenigkeit. Das können wir auch, wie gesagt, gleich nochmal aus meiner Sicht sehen. Da hat er ein schönes brennendes Totem gefunden. Aber der Killer bewacht seinen Totem. Robson ab im Schrank. Ja, der Killer ist nicht dumm. Und zieht ihn natürlich aus dem Schrank raus. Das hätte man auch besser machen können. War leider nicht der Fall. So, wieder abgehangen. Er hing jetzt schon zweimal am Haken. Das heißt, wenn er nochmal hängt, dann ist das Ding schon durch für ihn. Und er hat gerade mal zwei Kategorien erfüllt, denn er wurde gerade von einem Random geheilt. So, nächster Versuch, einen Haken zu sabotieren. Jetzt muss er eigentlich die ganzen Easy-Punkte mitnehmen, weil wenn der Killer ihn noch einmal aufhängt, ist vorbei. Haken sabotieren, check, dritter Punkt. Wegen der Bestrafung, weil Robson letztes Mal 100 Euro abdrücken musste an mich, haben wir gesagt, wir machen es diesmal ohne Geldeinsatz. Wir haben jetzt aber uns noch keine Bestrafung überlegt für den Verlierer. Wenn ihr eine geile Bestrafung habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben und wir versuchen, die dann mal umzusetzen. Oder besser gesagt, der Verlierer muss die ja umsetzen. Da hätten wir auf jeden Fall Bock drauf. Irgendwas, was man halt so in Real Life, irgendwas Schmerzen oder keine Ahnung, irgendwie sowas, was ekliges Essen, keine Ahnung, könnt ihr gerne mal schreiben. So, Robson rennt gerade, versucht gerade die dreimal um die Palette zu rennen. Er ist jetzt schon zweimal jetzt schon durch. Nice, jetzt müsste er noch einmal, aber ihr seht, der Killer zieht durch, denkt sich, darauf habe ich keinen Bock. Dadurch kann er natürlich diesen Punkt sich noch nicht aneignen, aber er kann es halt nochmal probieren. Dann muss er natürlich wieder die dreimal. Es reicht dann nicht, einmal durchzulaufen, ist klar. So, alle Generatoren sind gemacht. Robson, kurz bevor er den Ausgang fertig hat, kommt der Killer und jagt ihn. Da ist leider keine Palette, um die er rum kann. Deswegen zählen diese Runden, die er läuft, nicht. Und jetzt zieht er erstmal durch. Der Killer bleibt beim Ausgang. So, da hat er nochmal jemanden umgehauen und das war ganz komisch. Man konnte ihn irgendwie nicht hochheilen. Das war, also ich glaube, das ist durch diesen Perk, dass er von selber wieder aufstehen kann, aber dass man ihn nicht heilen kann, ist echt. Und ihr guckt euch mal den Killer an. Er steht einfach vor ihm und bewegt sich kein bisschen. So, da habe ich versucht, ihn abzuhängen. Hat nicht geklappt, weil ich auch mir den Punkt gaunern wollte, aber Robson hat es geschafft, ihn abzuhängen. Dadurch holt er sich seinen fünften Punkt. Also ihr seht schon, es ist hart umkämpft, die Runde. Weil ich habe mich sogar geopfert. So, ihr liegt jetzt in der Palette drin und der Killer schimmelt da rum, aber er weiß, dass wir halt noch in der Nähe sind. Und wenn er mich aufheben würde, würde er die Palette kassieren. Und da hatte der Killer dann auch keinen Bock. Also jetzt muss Robson richtig aufpassen, dass er hier nicht umgesägt wird. Und der Killer kommt angesägt, aber er trifft ihn nicht. Das war richtig knapp gerade. Und der Killer zieht wieder durch. So, jetzt hänge ich am Haken und Robson macht es eiskalt und richtig stark. Er hätte auch einfach abhauen können, aber er rettet mich sofort. Aber ich wurde halt umgesägt, habt ihr gesehen. Nee, ich mir gerade, nee, das war nicht ich, das war nicht ich. Das, sorry, das war nicht ich, das war der Random, der noch mit uns gespielt hat. Der war jetzt tot. So, Robson versucht nochmal die Runden um die Palette zu rennen, aber der Killer denkt sich, heute nicht. So, jetzt startet er nochmal den Versuch. So, ist jetzt quasi kann man zählen, es geht los. Das müsste jetzt die erste Runde gewesen sein. Nee, Quatsch, das war jetzt schon die dritte Runde. Er ist jetzt schon dreimal durch. Er ist dreimal durch die Palette gerannt, dadurch hat er die drei Runden um die Palette geschafft. Und dann ist der Killer durch, hat ihn geschlagen und dann hat er erst die Palette gezogen. Wenn er sofort die Palette gezogen hätte, hätte es nicht gezählt.
Aber dadurch, dass er erstmal durchgegangen ist, hat einen Hit kassiert und ist dann rückwärts sozusagen zurückgegangen. Dadurch hat es gezählt. Und der hat jetzt zum jetzigen Zeitpunkt 6 Punkte und jetzt denkt er sich, das reicht mir. Ich ziehe durch und nehme noch den 7. Punkt mit. Dadurch könnt ihr jetzt nochmal sehen, der Endstand 7 Punkte. Er hat nur nicht den Killer mit einer Palette betäubt und er hat nicht den Killer dazu gebracht, in den Schrank reinzugucken. Das ist auch eine neue Kategorie, die wir eingeführt haben. Heißt, dass man irgendwie laut in den Schrank reingeht und dadurch der Killer in den Schrank guckt und du stehst einfach überhaupt nicht drin. So, meine Runde hat schon begonnen, seht ihr gerade im Hintergrund. Ich habe auch schon sofort den Haken sabotiert. Dachte mir auch, nimm erstmal die einfachen Aufgaben mit und um die schwierigeren Aufgaben kümmerst du dich dann. So, hier seht ihr gerade aus meiner Perspektive nochmal, wie Robson da hinten am Haken sabotiert hat und dann umgesägt wurde. Habt ihr vor einigen Minuten schon gesehen. Jetzt hänge ich ihn ab, hole mir dadurch meinen 2. Punkt, jemand vom Haken retten. Weiter geht's, dann habe auch ich das brennende Totem gefunden. Das war Ruin in dem Fall. Aber der Killer hatte Bock, das irgendwie zu verteidigen und rennt mir hinterher. So, auch ich versuche jetzt mit ihm um die Palette zu rennen. So, jetzt ein... Nee. Aber ihr seht selber, der Killer läuft dir nicht hinterher und dadurch ist es sehr schwer, diese Aufgabe zu erfüllen. Man kann ihn natürlich noch mit der Palette betäuben, bringt halt auch noch einen Punkt. Aber jetzt hat er mir eine eingekellt. Und... Ja, ihr seht selber, er will nicht so richtig um die Paletten laufen. Deswegen ist er jetzt durchgezogen, hat er bei Robson auch schon gemacht. Also kein Punkt für mich. Ich bin nochmal zurück zum brennenden Totem, hab das auch zerstören können und hole mir dadurch meinen 3. Punkt. Brennendes Totem bringt nicht mehr Punkte, genauso zählt genauso wie normales Totem. Das wird aber in Zukunft auch noch kommen, dass wenn einer ein brennendes Totem zerstört oder dass die Kategorie ist ein brennendes Totem zerstören, werden wir gucken. So, ein Generator auch fertiggestellt. Dadurch steht es zum aktuellen Zeitpunkt, wenn die Runde jetzt vorbei wäre, 4:6. Die einfachen Kategorien sind weg. Jetzt habe ich mich dran gewagt, vielleicht den Killer mal in den Schrank gucken zu lassen. Bin dann gefühlt 1000 Mal in den Schrank reingeschoben. Habe das auch ein bisschen zusammengeschnitten, weil das war echt sehr oft. So, Killer kommt, jagt mich und kriegt jetzt die Palette serviert. Dadurch mein 5. Punkt. Den hat Robson zum Beispiel nicht bekommen. Bin jetzt für mich aus meiner Perspektive kurz mal im Vorteil. Natürlich muss man auch dazu sagen, während wir die Runde spielen, weiß der andere nicht, wie viele Punkte man schon hat. Na klar, quatscht man so ein bisschen, ja, ich habe ein Totem zerstört, aber wie der genaue Stand ist, weiß man während der Runde nicht. Und ob das jetzt nun mal immer so richtig gezählt hat mit den dreimal um die Palette rennen, weiß man natürlich auch nicht so genau. So, deswegen versucht man prinzipiell immer so viel wie möglich zu machen. Auch wenn man vielleicht schon davor safe gewonnen hätte, weil der andere schon tot ist. Da versuchen wir ihn gerade zu heilen, ging nicht. Und jetzt seht ihr nochmal das Spektakel von vorhin, dass der Killer halt am Haken gekämmt hat, hat mich umgesägt, aber dadurch hat er einen kurzen Cooldown und unser Mitspieler konnte abgehangen werden. Der hat mich dann noch hochgehalten, also hat es letztendlich sich doch gelohnt, weil er hat mich jetzt hochgehalten und dann hat der Killer mich wieder umgeschlagen. Den Punkt kriege ich aber trotzdem vom Random geheilt werden, auch wenn es jetzt nicht so gut gelaufen ist. Aber es hat sich für mich schon mal gelohnt, den abzuhängen. Ich habe jetzt aktuell 6 Punkte, Robson 7. Robson noch mit einem Punkt im Vorsprung. Er hat mich dann noch abgehangen. Das war sehr stark, also eine richtig krasse Aktion. Danke nochmal dafür, weil sonst wäre ich wahrscheinlich gestorben. Hätte sich keine Möglichkeit mehr geboten. So, der Killer ist mir jetzt hinterher. Wenn ich noch einmal hänge, bin ich auch tot. Aber ich dachte mir, ich kann jetzt noch nicht raus. Habe erst 6 Punkte. Und es war mir so ein Gefühl, als ob Robson mehr Punkte hat. Es bewahrheitet sich jetzt zwar, aber ich wollte auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. So, der Killer hat noch nicht in den Schrank geguckt. Das wollte ich auf jeden Fall auch noch machen. So, ein Mitspieler ist schon rausgegangen. Einer ist tot. Und Robson ist auch schon raus. Das heißt, ich bin jetzt komplett alleine drin. Und versuche den Killer in den Schrank gucken zu lassen. Er weiß, dass ich da bin, aber er will sich auch nicht so richtig verarschen lassen irgendwie. Aber ich hoffe, er guckt jetzt nochmal in den Schrank, weil das wäre dann für mich der Ausgleich. Nee, er stellt sich immer nur davor, aber er geht nicht rein. Weil er weiß, dass ich ihn irgendwie herlocken will, denke ich mal. Er ist auf jeden Fall ein richtiger Tryharder gewesen. Er wollte unbedingt mich noch kriegen. So. Ich würde gerne noch 3 Runden mit ihm rennen und da hat er gerade in den Schrank geguckt. Habt ihr es gesehen? Da guckt er auch noch in den anderen Schrank rein, also spätestens jetzt habt ihr es gesehen.
Easy Punkt. Dadurch 7 zu 7. Und jetzt will ich noch mit ihm um die Palette rennen. So, ist jetzt einmal durch. Ist jetzt zweimal durch. Ah, jetzt kommt er. Jetzt hat er... Jetzt wäre es dreimal, aber ich musste die Palette ziehen. Habe ihn zwar betäubt und wollte jetzt raus. Dann heißt, den Punkt kriege ich nicht. Und da bin ich echt schlecht. Das war echt schwach gemacht von mir. Und dadurch werde ich niedergehauen und sterbe noch. Das heißt, am Ende steht es 7 zu 7. Kein Gewinner wieder diese Runde. Hier seht ihr jetzt nochmal den Endstand. Ich habe die beiden Kategorien gemacht, die Robs nicht gemacht hat. Und er hat beide gemacht, die ich nicht gemacht habe. Dadurch würde ich sagen, faires Unentschieden. Wieder schauen und reingehauen.